Das Greentech-Unternehmen Salzburg AG beliefert nicht nur das Bundesland Salzburg mit erneuerbaren Energien, sondern ist auch über die Grenzen hinaus tätig. Die Firma BMK Bearbeitungstechnologien in Bad Reichenhall ist einer dieser grenzübergreifenden Kunden und ein echtes Worldchanger-Unternehmen, wenn es um Nachhaltigkeit und Energieeffizienz geht. Wir machen viel für den Maschinenbau, für die Medizintechnik, für die Raumfahrt. In der Raumfahrt bauen wir Boxen, wo man vielleicht da im Hintergrund sieht. Das ist für Transportsysteme, für CubeSatelliten. Im Maschinenbau ist es also, dass wir hauptsächlich in die Medizintechnik einarbeiten. Und dann machen wir viel Medizintechnik für Analysegeräte. Das ist Blutanalyse oder Medikamentenentwicklung. Bei uns im Haus entstehen auch Joker-Systeme für die Ludwig-Systeme. Die sind bei uns im Haus angesiedelt. Die machen Systeme für die Forstwirtschaft und fürs Bauwesen. Die sind funkauslösbare Haken, kann man sich das vorstellen. Die, wo zu einer Seite für die Arbeitssicherheit beitragen und zu anderen Seiten sehr effektiv sein. Du bist um 25-30% schneller mit deiner Arbeit. Also die Firma BMK zeigt also mit wunderbarer Vorzeigesituation, wie man quasi erneuerbare Energien direkt in das Unternehmen mit einfließen kann. Die Firma BMK hat 250 kW PIC Photovoltaik am Dach, betreibt zusätzlich E-Mobilität. Wir dürfen der BMK zu 100% erneuerbare Energien liefern und das wird zertifiziert mit einem Ökostromzertifikat der Salzburg AG. Das bedeutet Greentech. Schon beim Bau des neuen Firmenstandortes hier in Bad Reichenhall machte man sich viele Gedanken über nachhaltiges und energieeffizientes Bauen. Ja, meines Erachtens ist das Wichtigste, dass man wirklich einen aktiven Umweltschutz anfängt und nicht gerade darüber redet. Und wie man es machen kann, warum sollte man es nicht machen? Man kann sich auch noch Geld sparen damit. Wir haben ein komplett geschlossenes Spänesystem. Man kann sich das vorstellen, das sind grüne Wannen. Die sind die Späne, die da von der Maschine produziert werden, die fallen in die Wannen rein, werden gleichzeitig mit einem Vakuumsystem die Flüssigkeit wieder abgesaugt und in das Gesamtsystem wieder zurückgeführt. Dann haben wir eine zentrale Versorgungsanlage, die wo praktisch die ganzen Maschinen komplett mit diesen Stoffen versorgt. Die Maschine kriegt frische Bohremulsion zugeführt und wird dann die verschmutzte wieder abgesaugt und wieder gereinigt und das ist ein endloser Kreislauf. Indoor wird die Abwärme der Kompressoren genutzt, um das Büro zu heizen. Für die Werkstatt wird die Wärme von der Absaugung verwendet. Derzeit befinden sich am Gelände der Firma eine E-Ladestation und ein Hybrid. Zwei weitere Fahrzeuge kommen in den nächsten Monaten dazu. Auch in Sachen Photovoltaik sieht Markus Köppel noch Erweiterungspotenzial. Es gibt einen Plan, dass wir Photovoltaikanlagen noch aufs Büro drauf tun. Wir sind zwar, wie gesagt, 25% von unserem Jahresverbrauch können wir schon über die Sonne holen. Aber es gibt halt diese Tage, wo nie so viel Sonne ist und da ist halt schön, wenn man ein bisschen mehr Sonnenstrom hat. Bodenständig, hocheffizient und nachhaltig. Die Firma BMK zeigt, wie gut sich erneuerbare Energien in den Betrieb integrieren lassen und ist damit ein echtes Worldchanger-Unternehmen. Wenn Sie sich für das Thema Energiesparen interessieren, dann klicken Sie gerne auf www.salzburg-ag.at/energieberatung.